diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Metadaten eingeben können für eine bessere Suchmaschinenoptimierung. Sie gehen hier in Ihr Designstudio. Ich habe hier ein Projekt, die Geology Group. Ich rufe das ab. Und hier habe ich jetzt verschiedene Seiten, Deutsch und Englisch, Home-Seite, Lösungsseite, Coaching und so weiter und so fort. Und Sie können für jede einzelne Seite eines Projekts, eines Funnels, diese Metadaten eingeben. Das hat den Vorteil, wenn Sie wie hier jetzt zwei verschiedene Sprachen haben, können Sie einmal für Deutsch und einmal für Englisch die verschiedenen Metadaten eingeben. Und wenn Sie pro Seite eingeben können, dann können Sie jede Seite indizieren. Hier mehr mit allgemeinen Aussagen, hier mit Lösungsaussagen und so weiter und so fort. So können Sie jede Seite individuell mit Metadaten bestücken. So, ich zeige Ihnen das. Ich gehe jetzt hier auf die Homepage in Deutsch. Und wie Sie es kennen vom Designstudio, hier haben Sie Ihr Bedienpanel und oben rechts im Bedienpanel hat es diesen kleinen Globus. Und wenn Sie den anklicken, dann sehen Sie die Metadaten, also Titel. Das ist wichtig, damit man sieht, um was es geht. Autor, Copyright ist nicht wichtig. Dann aber die Beschreibung des Projekts und die einzelnen Schlüsselwörter. Und zudem tut man am besten ein Textdokument vorbereiten, wo man das alles schon erstellt. Ich rufe das jetzt hier mal ab und Sie sehen, ich habe hier also bereits den Titel erstellt. Ich nehme also das hier als Titel, die Geologiegruppe, wettbewerbsfähig und krisensicher. Kopiere diesen Text, gebe ihn hier bei Titel ein. Dann nehme ich die Beschreibung. Das ist in der Regel das, was Sie auf der Webseite als Titel haben oder respektive als Beschreibung haben, als magnetischen Satz haben. Geben das hier ein. Dann geben Sie noch die Keywords ein, die ich hier vorbereitet habe. Hier sehen Sie Home. Bei Lösungen habe ich hier Lösungen, wie Sie hier sehen. Und noch verschiedene andere Sachen eingebaut. Also wie gesagt, individuell pro Seite, was Sie tun wollen. Ich gebe jetzt hier noch diese Keywords, diese Schlüsselwörter ein und speichere das Ganze ab. Und jetzt habe ich für die erste Seite bereits die Metadaten eingegeben. So einfach und schnell geht das. Da geht man dann pro Seite durch, bis man alle Seiten mit Metadaten bestückt hat.